Anton, die Triple Nuklear, Mann. Ich habe so viel gefailt. Glaubst du, ich kann sie noch schaffen? Es ist deine Bestimmung. I got my ticket, fam, yeah, I'm coming. Damn, it's been a minute since I seen where I'm from. And I wanna glide to my nest in the east. I'm not there, but I'm home, so I'm resting in peace. See, I'm surrounded by the city. Wherever I go, I breathe, I know that I'ma take it with me. Look, whether I'm top of the world or top of the charts, that uptown west side lives in my heart. As I depart on my mission in life, I close my eyes and I see the never diffident lights. I'm missing the nights when we used to both stop time. See, we lock hands, I got yours and you got mine. Let's rewind, now it's not as pretty. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und ihr seht richtig, im Hintergrund gibt es heute meine Triple Nuklear aus dem Jahre 2014. Aber warum lade ich die jetzt nochmal hoch? Warum mit diesem Titel? Warum stelle ich im Titel die Frage, war meine Triple Nuklear fake? Das habe ich einfach gemacht, damit die Leute einschalten, bei denen ich weiß, dass sie das Video damals gesehen haben. Ja, guter Trick, oder? Und es geht aber trotzdem auch um das Thema im Titel, aber das erst später, sondern erstmal, ja, das Video hier werden wahrscheinlich jetzt etwas weniger Leute anklicken als meine anderen Videos im Moment, denn heute geht es nicht um Fortnite, sondern um Call of Duty. Und es ist so, es geht jetzt auch nicht so ums Spiel, also auch Leute, die das Spiel nicht feiern oder die mehr Fortnite spielen, werden dieses Video trotzdem verstehen und nachvollziehen können, hoffe ich zumindest. Denn es richtet sich heute so ein bisschen, es adressiert sich so ein bisschen an die Leute, die mich jetzt seit Jahren verfolgen. Und ja, einfach ein bisschen, um sozusagen zu erklären, was mache ich zurzeit auf Scorpion Plays. Einfach ganz real, ihr kennt das Leute, ich habe das immer so gemacht, alle paar Monate mal reflektieren, mal zu zeigen, was habe ich getan, was habe ich gemacht, warum mache ich das. Und deswegen gibt es das heute. Ja, es ist auch keine Rechtfertigung oder so, denn es ist wirklich nur eine Erklärung für die Leute, die es verstehen, weil es gibt ja auch genug Leute, die es sowieso nicht verstehen, egal was man sagt. Und diese Leute werden auch nichts an meinen Entscheidungen ändern können, weil diese 5% werde ich nicht irgendwie den Content von mir verhindern lassen, den die anderen 95% einfach mögen. Und ja, aber trotzdem gibt es ein paar berechtigte Fragen, wie zum Beispiel, was ist mit den Abonnenten, die gerade zurzeit kein Fortnite spielen und nur COD feiern? Warum machst du denn so wenig für die? Das zum Beispiel ist eine Frage, die kann ich komplett zu 100% nachvollziehen. Das ist für mich null Hate, das ist für mich eine reine Form von Kritik, die ich absolut verstehen kann. Und dazu kann ich sagen, das liegt einfach so ein bisschen daran, dass ich zurzeit einfach, ich weiß, mir wird teilweise unterstellt, ich wäre nicht real. Aber wenn ich nicht real wäre, dann würde ich zurzeit tatsächlich eher Call of Duty hochladen. Denn was zurzeit real ist, Leute, ist Fortnite. Und ich spiele das Spiel wirklich den ganzen Tag und ich spiele wirklich zurzeit kein Call of Duty. Das heißt aber nicht, dass ihr auf diesem Kanal nie wieder Call of Duty kommt. Ich glaube, es gibt so gut wie niemanden außer, okay, außer Haptic und Raptor, gibt es so gut wie niemanden, der sich so hart auf Black Ops 4 freut wie ich. Und das heißt auch nicht, dass bis Black Ops 4 kein Video kommt. Was ich aber sagen möchte ist, dass ich zurzeit einfach es als sehr, sehr fake empfinden würde, jetzt zurzeit Live-Commentaries in Call of Duty hochzuladen. Wenn ich aber in 2 Wochen wieder anfange, jeden Tag Black Ops 3 zu spielen, dann werden wieder diese Videos kommen. Ich will mich einfach nicht verbiegen, Leute. Und wenn jetzt jemand denkt, ich verbiege mich, weil ich Fortnite hochlade, dann stimmt das einfach nicht. Ihr seht es mir an, ich habe so lange, ich habe echt jetzt bis auf die Reaction-Videos, wo man natürlich klar sagen muss, das ist wenig Arbeit, aber trotzdem werden diese Videos natürlich mega gut angenommen. Die Bewertungen sind klasse und ich werde diese Videos auch weitermachen. Aber an sich in die anderen Videos, ich habe wirklich jetzt auf Scorpion Plays seit fast 2 Jahren nicht mehr so viel Arbeit in jedes einzelne Video investiert. Natürlich, wie gesagt, außer die Reaction-Videos. Aber sogar DSDSN ist viel Arbeit. Das Raussuchen, das Schneiden etc. Die Gameplays, die ich zurzeit mache, sind meistens Best-Offs aus 40 GB teilweise. Ich reiß mir wirklich den Arsch auf, um dieser Community, die ihr jetzt wirklich seid, und ich liebe euch dafür, um euch einfach guten Content zu bringen. Und deswegen, Leute, ihr werdet einfach wissen, und die, die mich lange kennen, ich mache halt das, worauf ich Bock habe, und ich habe zurzeit Bock auf Fortnite. Hätte ich keinen Bock auf Fortnite, okay, ich muss eine Sache sagen, die ich falsch gemacht habe, das habe ich aber neulich schon mal angesprochen. Als ich angefangen habe, Fortnite-Videos hochzuladen, das war Ende Januar, hätte ich es anders machen sollen. Ich hätte nicht diese Road-to-Pro-Serie machen sollen, ich hätte mich erstmal selber richtig einspielen sollen und das dann hochladen. Das war so ein bisschen mein Fehler. Zum Glück bin ich da jetzt wieder raus aus dieser Phase, sondern jetzt zurzeit ist es wieder so, dass die Leute einfach feiern, was ich da mache, und das freut mich einfach total. Ich kann wirklich verstehen, wirklich jetzt ganz real talk, ich kann verstehen, dass am Anfang die Videos nicht so gut angenommen wurden. Ich weiß, wie es gewirkt hat, es wirkte so richtig eklig, er will sich jetzt den Hype rausholen und so. Das wirkte schon ein bisschen scheiße und das tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Aber zurzeit ist es wirklich so, ich grinde dieses Spiel des Todes. Zum Beispiel gestern Abend habe ich mit Elotrix, Monte und Solution einfach gezockt. Es war wie in alten Zeiten und deswegen bin ich auch drauf gekommen, dieses Gameplay wieder zu verwenden hier von 2014. Denn diese alten Zeiten waren einfach extrem krass. Aber nur weil alte Zeiten krass waren, darf man niemals verleugnen, dass die Realität oder die Gegenwart auch krass sein kann. Das ist nämlich eine Sache, die unser Gehirn sehr, sehr gerne mit uns macht. Das ist dieser Reflex, dass man auch, ich glaube, dieser Reflex kommt daher, dass man in seiner Kindheit sehr, sehr oft schlechte Dinge erlebt,
die später ausgeblendet werden müssen, weil man sonst daran kaputt gehen würde. Und ich glaube, dieser Reflex ist auch dieser früher war alles besser Reflex. Wenn man immer sagt, es war früher alles besser, da muss man wirklich mal drüber nachdenken, ob das wirklich stimmt. Ich denke manchmal auch an eine Zeit von vor 4 Jahren, da sage ich immer, boah, das war so geil. Aber dann denke ich mal wirklich 2-3 Stündchen drüber nach und dann merke ich, Alter, da waren aber auch ein paar Sachen, die waren überhaupt nicht geil. Da waren voll die Scheißsachen am Start. Dann denke ich mir so, Alter, warum lebe ich so hart in der Vergangenheit in diesen Momenten? Und ich glaube, dass wir alle in der Gegenwart leben sollten, das war ja auch so teilweise Thema meines Buches, auch wenn es natürlich auch für mich selbst nicht immer leicht umzusetzen ist. Aber wenn ich zum Beispiel dieses Gameplay im Hintergrund sehe, meine Triple Nuclear, das war die Zeit, wo ich so hart geschwitzt habe, Leute. Das war eine krasse Zeit und es passt auch gut, weil dieses Jahr Black Ops 4 kommt und so ähnlich werden soll wie Black Ops 2. Deswegen dachte ich, ey, dieses Gameplay ist perfekt, das ganze Thema so ein bisschen zu beleuchten. Was ich insgesamt sagen möchte ist, Leute, ich weiß, was ihr wollt. Ich bin bei euch, ich lese jeden Tag die Kommentare und das ist meistens positiv, das ist meistens geiles Zeug. Ihr motiviert mich dazu, weiterzumachen. Und zurzeit weiß ich einfach aus meinem Freundeskreis und auch aus meinem YouTuber-Kreis, die meisten Leute zeigen nicht Fortnite wegen dem Hype. Der Hype ist nämlich berechtigt bei diesem Spiel, weil das Spiel nämlich einfach geil ist. Was ich aber auch sagen möchte ist, ich habe euch alte COD-Hasen, die Fortnite-Videos nicht so gerne einschalten, nicht vergessen. Wir kriegen das hin, versprochen, dass für jeden was dabei ist. Ich reiß mir dafür den Arsch auf, Leute. Natürlich will ich mich als YouTuber nicht zu 1000% nur nach den Zuschauern richten, weil das wäre für mich auch fake. Da finde ich, hat Hand of Blood neulich einen ziemlich nice Tweet zu gemacht, auch wenn er mich jetzt nicht wirklich mag, aber er hat geschrieben, dass er es krass findet, wie viel Mitspracherecht YouTuber teilweise den Kommentaren und den Zuschauern einräumen. Das heißt, eigentlich muss ja jeder YouTuber machen, worauf er selber Bock hat, denn nur das ist authentisch und das ist real und dazu werde ich mich wieder besinnen. Und zurzeit ist es für mich einfach mehr Fortnite, aber auch wenn Call of Duty wieder da ist, Leute, in ein paar Monaten, wenn das Reveal-Event ist, Leute, dann wird doch auch wieder der COD-Hase gegrindet, Leute, hundertprozentig. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was im Video steht, im Videotitel steht. Und zwar, es ist ziemlich lustig, meine Triple Nuclear damals ist ja so entstanden, dass meine Ex-Freundin zu dem Zeitpunkt im Urlaub war, ich mich zu Hause hingesetzt habe und wirklich Tag und Nacht gezockt habe, weil das Einzige, was mir noch gefehlt hat in Black Ops 2, war diese verkackte Triple Nuclear. Und ich habe mich hier mit Kollegen Ilias und Kollegen Tolga hingesetzt, die ganze Nacht gezockt und dann kam um 9 Uhr morgens dieses Gameplay hier zustande. Eine Runde vorher hatte ich ja schon eine Double Nuclear und eine 25er Streak, also da haben 5 Kills zu Triple gefehlt mit dem dümmsten Veraimer meines Lebens und dann kam diese Runde hier dabei raus. Und das Problem ist bei dieser Runde, am Ende ist irgend so ein kleiner Wichser nachgejoint, der wusste wohl, dass ich auf Streak bin, er wusste nicht, dass ich es bin, aber ich habe das ja teilweise auch so gemacht. Wenn ich bei jemandem reingejoint bin, der gerade auf einer Triple Nuclear Streak war, habe ich ihn auch nie gekillt, ich war einfach so. Ich habe einfach gemerkt, okay, und da bin ich meistens rausgegangen, der Typ ist aber leider nicht rausgegangen. Ich habe diesen Typen halt auf der Streak, glaube ich, 8-mal getötet. Man hat halt gemerkt, der Typ hat sich nicht gewehrt, aber es war halt nur einer. Ich wurde auch vorher schon einmal getötet auf Streak, das heißt, ich weiß halt, dass das Gameplay nicht fake war. Am Anfang war es aber so, dass die Kommentare sich da auch nicht ganz einig waren, bis dann die Leute halt gecheckt haben, okay, der eine Typ war halt einfach behindert, aber der Rest war einfach real. Und wie gesagt, der Typ war ja nicht von uns angefragt. Es gab halt einfach einen Typen in dieser Lobby, der hat sich so ein bisschen, ja, keine Ahnung, was mit ihm los war. Er wollte irgendwie, keine Ahnung, ich denke mal, er hat einfach gesehen, da sind Leute und der eine ist auf Triple Nuclear Streak und dann hat er sich einfach killen lassen oder wollte Reverse Boost oder was weiß ich, Leute. Auf jeden Fall, ich kann euch sagen, dass dieses Gameplay zu 1000% real shit war, Leute. Ihr müsstet sehen, wie ich danach ausgerastet bin. Das war zu krass. Ich habe ja jahrelang darauf gespielt und ich habe es mir dann auch nicht versauen lassen, ganz ehrlich, von diesem einen Typen. Wie gesagt, das Gameplay davor war eh, das habe ich ja auch damals immer erzählt, das Gameplay davor, was ich eine Stunde vorher erspielt habe, das war eigentlich das geilere Gameplay. Und zwar, das war ja das Krasse. Ich glaube, dieses Gameplay hier ist ein 91:4 mit einer Triple Nuclear und, oder ein 93:4 irgendwie so. Und das Lustige ist, meine Nicht-Triple-Nuklear war ein 95:2. Wie belastend ist das bitte? Also, das ist doch zu krass eigentlich, oder? Die Triple-Nuklear hat einen Tod mehr und 2 Kills weniger als die Nicht-Triple-Nuklear. Keine Ahnung, ey. Auf jeden Fall war das eine krasse Zeit. Und in der anderen Lobby davor, wo ich die Triple hatte, da war der Typ auch nicht dabei zum Beispiel. Es war halt einfach blödes Timing, dass er genau da reingejoint ist, weil ich glaube, ich hätte es auch so geschafft. Aber es war trotzdem einer der krassesten Momente überhaupt. Und jetzt würde ich es auch zugeben, wenn es irgendwie fake gewesen wäre oder so. Aber ich schwöre euch, bei Gott, es war kein Fake. Es hat mich auch im Nachhinein so voll geärgert, dass dieser eine Typ, der war ja nur die letzten 1,5 Minuten oder so drin. Aber das hat mich irgendwie ein bisschen geärgert, aber keine Ahnung, was soll man machen. Ne? Ich meine, man kann es halt nicht ändern. Ich habe mir dieses Erfolgserlebnis trotzdem niemals nehmen lassen. Und ich wollte einfach nochmal sagen, Leute, ich bin für jeden von euch da, für jeden COD-Hasen,
für jeden Fortnite-Hasen. Ich versuche hier wirklich das Beste für euch rauszuholen aus diesem Kanal. Ich reiß mir wirklich zurzeit, mein Leben ist zurzeit einfach nur auf Scorpion Plays. Das ist kein Witz, Leute. Guckt auf meinen Hauptkanal. Da habe ich das letzte Video auf dem Hauptkanal hochgeladen. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin jetzt auch im Umzug und so, aber trotzdem versuche ich halt wirklich, dass ich einfach diesen Kanal hier am Start habe, weil ich weiß, dass hier meine realen OG-Fans auch sind und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Das ist sozusagen so ein bisschen das Thema dieses Videos und der Videotitel war halt so gewählt, damit die Leute von früher checken, aha, was ist hier los? Und ja, jetzt müsste gleich der Moment kommen, der magische, in dem ich die Triple Nuclear Medaille habe. Das ist einfach zu krass, Leute, das ist zu krass, wie Dr. Ehano sagen würde. Und Leute, seid einfach immer dabei. Lasst dem Video gerne ein Like da, wer mal wieder so oldschool without facecam motherfucking shit sehen will, der schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Und ich bin einfach wirklich sehr, sehr zufrieden mit euch und ich weiß einfach, dass es auch für viele Leute krass ist, einfach diesen krassen Umstieg. Aber Leute, ich, wie gesagt, eine Sache noch, Fortnite ist ja auch sozusagen jetzt nur der dritte Schritt der Entwicklung. Der Kanal Scorpion Plays hat ja angefangen ganz früher mit Minecraft, ne? Minecraft, FIFA, COD, Fortnite, ich habe mich hier nie so richtig festgelegt, aber wenn COD wieder voll am Start ist, bin ich überhaupt mal gespannt, wie viel dann Fortnite überhaupt noch gezockt wird. Das ist eine Frage, die stelle ich mir generell, also wie viel Fortnite wird überhaupt noch gespielt, wenn COD wieder rauskommt, Black Ops 4, ob es dann nochmal alles toppen kann. Darauf sind wir sehr gespannt in der Zukunft, Leute, würde ich sagen. Also ich bin es zumindest. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kostenlos Abo wäre natürlich auch korrekt, das sagt man ja heutzutage so, ne? Ist ja auch neu. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.